Okay, hi Bronco hier mit dem Thema auf dem Steam Deck Freundeslisten erstellen, Chatgrößen bearbeiten. Ja, lass uns mal kurz mal auf Optionen gehen. Also, wir haben hier Steam Menüfunktion. Hier klicken wir mal drauf. Also, so dass sich das Fenster öffnet. Dann gehen wir hier mal runter auf Einstellung. Einstellung, das haben wir und hier klicken wir mal auf Bestätigen. Jetzt gehen wir mal nach ganz unten und zwar auf Freunde und Chat, also diesen Bereich hier. Und man sieht das jetzt schon. Ja, man kann jetzt also Spitznamen bei Freunden anhängen. Das Ganze könnte man anmachen. Man kann das Ganze ausmachen. Also man kann hier auch Namen und sowas reinmachen. Dann kann man das Ganze Freunde nach Spiel gruppieren. Das ist standardmäßig drin. Ja, Offline-Freunde, benutzer definierten Kategorien ausblenden. Und also es gibt hier eine Menge Sachen, die man auf dem Steam Deck einstellen kann. Also so, dass man das haben möchte. Und dann zum Beispiel Chat kann man hier auswählen, Chats an die Freundesliste andocken, neue Chats in einem neuen Fenster öffnen, Bilder und andere Medien nicht einbetten. Und ja, das finde ich auch noch ganz cool, diese Funktion. Und zwar heißt die Chat- und Textfilter. Also, wenn man jetzt die Beleidigung und sowas hat, wir können mal hier auf Verwalten gehen. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit, also Einstellungen für nicht jugendfreie Inhalte. Das kann man dann einstellen. Also, das denke ich auch vielleicht gut, wenn man das Steam Deck jetzt vielleicht ja, Kindern oder sowas gibt, dann kann man das Ganze aktivieren. Lass mal kurz zurückgehen hier. Und man kann dann auch noch die Chatgröße verändern. Also standardmäßig als Standard ausgewählt. Und dann gibt es noch klein und groß. Ja, also coole Funktion. Ja, ich finde es das cool, dass man sowas alles einstellen kann. Vor allem, das gefällt mir halt, also mit Beleidigung und so, dass das halt ausgeblendet wird. Weil, ich weiß nicht so, es müssen ja nicht unbedingt so kleine Kinder oder sowas schon so böse Wörter und sowas lesen. Ja, also wenn man jetzt das nicht möchte, dass das Kind sowas liest, dann kann man das halt einstellen und coole Funktion, dass es sowas gibt. Okay, ja, das war bloß mal ein kleines Video zum Thema Freunde und Chat auf dem Steam Deck. Ich hoffe, euch hat das Video einigermaßen geholfen und ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, ich hoffe, man sieht sich im nächsten Video schon wieder.